Was klappt, Leute? Wir sind da back in einer neuen Folge Dark Souls Remastered. Wir sind immer noch hier in Anor Londo. Und ich hab mich mal ein bisschen schlau gemacht. Mit das Bild hier brauchen wir eine Puppe. Die gibt's wohl im Anfangsgebiet in diesem Gefängnis, wo dieser eine Dämon ist. Aber nicht da, sondern da in der Zelle, wo du aufwachst, quasi, glaube ich. Und da ist noch ein Schwarzritter. Das hätten wir vorher machen können. Dann, aber wir können später auch nochmal wieder hier rein. Was ich noch rausgefunden habe, wir können diese Ritter doch töten. Anscheinend habe ich ihn noch nicht richtig gehittet, weil ich doof bin. Passiert. Und wir können wohl noch eine Etage tiefer mit dem Ding hier fahren. Mehr habe ich jetzt nicht geguckt, weil ich wollte mich jetzt auch nicht so spoilern lassen. Ist ja auch blöd sonst, ne? Das waren aber so, ich glaube, die wichtigsten Facts, die wir wissen wollten. Übrigens, was noch. Ja, doch, eine Sache weiß ich noch. Eine Sache weiß ich noch, und zwar wäre es gut gewesen, hätten wir uns Giftpfeile besorgt. Einmal gegen die Viecher da oben, diese roten Viecher, die da oben noch an dem Tor sind. Und später sollen wohl noch irgendwelche Ritterbogenschützen irgendwo chillen und die sollen wohl auch Ärger machen. Und da wäre es geil, wenn man da Giftpfeile hat. Ja, gut, die haben wir jetzt natürlich nicht, aber scheiß drauf. Ist jetzt hoffentlich nicht so wichtig. Mal gucken. Aber mehr weiß ich auch nicht, was uns jetzt hier noch erwartet. Höchstens noch. Jetzt bin ich verwirrt. Muss ich hier unten raus? Ah ja, hier, okay. Genau, hier sind noch Feuer. Hier ist noch ein Feuer voll, Leute. Und hier kann man wohl später auch dann hin schnell reisen. Das geht wohl auch nicht an jedem Feuer. Das habe ich auch noch mitbekommen. Aber sonst, wie gesagt, weiß ich noch nichts. Also glaube ich. Ich kann auch sein, dass mir gleich noch was einfällt, aber. Und hier kann man wohl später auch noch irgendwas machen und dann geht diese Statue weg. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich dahinter. Ich habe das ja früher das Let's Play mal bei Hanno gesehen, ja? Also bei Hand of Blood. Habe ich jetzt geschlagen oder war das wieder hier das Problem, was wir sonst immer haben? Ich glaube, ich habe auch so geschlagen. Ich habe das ja mal bei Hand of Blood gesehen, das Game hier als Let's Play, ne? Wo er das gespielt hat zum ersten Mal. Und zwar, ich glaube mich zu erinnern, dass dahinter dieser eine heftige Boss ist, der aber optional ist. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Versteckt Wunder ist mir so scheißegal. Toller Ring. Haben wir mitgenommen. Mit Feuer könnten wir mal entfachen. Wird später bestimmt wichtig werden. Ich würde, glaube ich, jetzt so machen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Achso, ich bin aufgestanden. 26.000 mittlerweile. Boah. Ich würde es, glaube ich, mittlerweile so machen, Leute. Dass wir nochmal zurück zum Anfang von Anor Londo gehen und diese Ritter klatschen, weil da war ja auch noch Zeuge und da ging es auch noch hoch. Was da ist, weiß ich allerdings nicht, ne? Wenn wir die klatschen können. Was aber wohl gehen soll, also tryen wir mal. Ich noch den Soundtrack von Cheap Beer Shot Adventure im Kopf. Aber das haben wir eben ungefähr 2 Stunden 20 oder so gespielt. So, das müsste jetzt wieder hochgehen, ne? Genau. Ja, Cheap Beer Shot Adventure, ein übelst geiles Game übrigens. Habe ich mehrere Videos dazu gemacht. Schaut da doch gerne mal vorbei, Leute. Auf meinem YouTube-Kanal. Es hat 99% positive Bewertung bei Steam und ist damit das zweitbestbewertete Spiel auf Steam. Also, ich fand's auch mega geil und habe jetzt jedes Achievement bis auf. Oh nein, das ist zu hoch, ne? Aber warte, mir fällt noch was ein. Wir können hier auch noch was machen. Ah nein, die sind wieder da, ne? Asozial. Die Penner sind jetzt wieder da. Hab ich voll vergessen.
Ja, genau, in Chibi A Short Adventure haben wir jetzt jedes Achievement bis auf den No Death Run. Da habe ich einen Try gemacht und bin auch fast am Ende gewesen. Ich muss nur noch den einen Berg hoch und dann hätte ich vielleicht geschafft beim ersten Try, aber naja, hat nicht ganz gereicht. So, oder mein Wecker. Mit Schnauze. Mit Schnauze. So. Man soll wohl hier drauf springen. Steht hier. Pass auf, tolle Aussicht. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Er meint natürlich das Bild da hinten. So, und zwar kann man hier sich hier durchrollen. Und dann kann man da hoch die Truhe öffnen. Genau, hier ist noch einer drin. Ich hab den gekillt? Wild. Ich trinke gleich mal zweimal. So, es kann, dass ich jetzt hier irgendwie dumm sterbe sonst. Genau, und hier ist jetzt die Truhe. Eigentlich ist das Item useless, aber ich will's haben. Das habe ich auch noch gesehen. Göttlicher Segen. Was macht der nochmal? Wir haben so viele Boss-Seelen. Wo kann man die eintauschen, Leute? Und wir haben auch noch krasse Seelen hier, glaube ich. Ich glaube, ehrenwerter Ritter ist heftig, oder? Ist denn das Ding? Da. Vollständige Regeneration der Statuswerte. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber wir haben es jetzt. So, dann springen wir wieder hier drauf. Weil ich dachte, okay, dann muss ich Heimkehrknochen also nutzen, weil da runter springen ist, glaube ich, tot. Vielleicht. Könnte auch sein, dass wir überleben, aber dann kommen diese Penner an und töten uns. Aber dann kannst du einfach hier reinspringen. Dafür gibt's das hier. Aber ich habe mich ja gefragt, wofür das hier ist. So. Easy weggemacht, den Pennern. Die geben auch immer unterschiedliche Seelen, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das. Warum, aber. Ja. Ist okay. Aber. Ich meine, die geben ja grundsätzlich gut Seelen, ne? Was wir heute auf jeden Fall machen, ist ein bisschen Anolondo weitermachen. Und vielleicht mit ein bisschen Glück schon das Herrschergefäß kriegen. Ich weiß noch nicht, wie weit man dafür zocken muss. Vielleicht muss man dafür schon Ornstein und Smaug fertig machen. Und dann, das könnte hart werden, weil das sollen wohl mit die heftigsten Bosse generell aus Souls-like von From Software sein, glaube ich. Auf jeden Fall, glaube ich, mit die heftigsten auch hier aus Dark Souls. Da sollen wohl viele dran verzweifeln. Also es gibt natürlich, also ich glaube die vier Ritter oder vier Könige oder wie die heißen, die werden auch noch eklig, an die kann ich mich erinnern. Da bist du in der ganzen Dunkelheit und musst die aber, glaube ich, da musst du wirklich Damage ballern. Weil, wenn du die nicht schnell genug tötest, dann kommen die nach und nach an, dann zu viert gegen einen, das ist keine Chance, glaube ich. Da ist dann halt Damage Race, ne? Ansonsten fällt mir krasser Boss, vielleicht der Endboss, aber ich glaube, der ist gar nicht so schwer. Ich weiß es nicht. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Wie gesagt, ich habe es ja nur vor ein paar Jahren mal bei Hendo gesehen, das Game. Mehr ja, weiß ich auch nicht. So, ich gehe jetzt mal ins Feuer. Und dann gucken wir mal, dass wir diese Ritter töten, weil wenn ich jetzt hier nochmal den ganzen Weg hoch muss, das wäre nervig, wenn die mich jetzt wegmachen sollten. Es ist übrigens wieder 6:23 Uhr morgens. Das heißt, ja, der Chat ist natürlich leer, weil alle pennen. Oder halt Arbeit oder Schule müssen. Ja, ich bin natürlich auch seit gestern Abend, also seit 20 Uhr bin ich wach. Bin dementsprechend auch schon so langsam werde ich wieder müde, ja. Das heißt, ich bin noch nicht mehr so konzentriert. Jungs, ich komme gleich zu euch, ich muss jetzt mal euren Bruder machen, ja. Wieso konnte ich die letzte. Ich habe den nur letztes Mal versucht und habe den kein Damage gemacht. Falls ihr euch erinnert. Oh Gott.
Das war jetzt nicht eklig. Zwei sind die echt eklig. Kann ich mal bitte nur einen von euch fighten? Sehe ich mich nicht. Och, du Penner. Okay. Einen haben wir. 1500 Seelen geben die immerhin. Ich heb mich einfach auch. Ist doch egal, ich kann eh gleich ins Feuer gehen. Nur auf Nummer sicher. Oh, der ist ein Penner, ne? Übrigens mal noch ein alte Clips von Elden Ring gefunden. Das sah viel besser aus vom Movement her. Ist natürlich auch viel neuer. Ja. Okay. Boah, zu zweit sind die eklig. Zu zweit sind die richtig eklig. Ich weiß auch nicht, ob die respawnen. Aber wir müssen nur noch mal kurz hier uns umgucken. Ist hier Feind. Das müsste Ornstein sein, oder? Was gibt's hier? Dämonentitanit, okay. Ich glaube, für bestimmte Waffen ist es gut. Okay. Hier ist sonst, glaube ich, nichts. Das wollte ich jetzt nur nochmal machen hier in der Folge, weil wäre ja blöd, wenn wir das verpassen würden, ne? Ich will ja alles mitnehmen, was geht. Jetzt bin ich nochmal ans Feuer, damit wir unser Essos auffüllen. Aber ihr seht, wenn die mich hitten, ich fliege erstmal fett weg. Und es war eben auch knapp zweimal kurz vorm Tod. Leveln können wir noch nicht. Ich würde die gerne einzeln machen, wenn das geht. Einzeln sind die, glaube ich, echt easy. Ist zwar auch riskant, aber geht einigermaßen. Vielleicht kann ich die mit dem Bogen anlocken. Hat er keinen Bock drauf, hm? Toll. Gut, so viel dazu. Ah, jetzt kommt er. Perfekt. Lock dich mal raus. Oh, Penner. Ja, also eins sind die echt easy, ne? Muss halt nur nah am Körper bleiben, dann können sie halt nicht so viel manövrieren. Das geht. Guck mal, no hit. Droppt doch was. Die können, glaube ich, auch ihre Sachen droppen. So. Bisschen Angst, dass die Truhen kaputt gehen können. Funkeltitanit. Das brauchen wir doch für die Hellebarde, oder? Zierfeind, ja, habe ich gemerkt. Also merkt mir noch. Achtung vor der Nachahmung. Das ist dann ein Dings, oder was? Oh ja. Aber die geht. Oh Junge. War auch nicht. Oh, ekliges Ding. Und beweg dich jetzt. Boah, Alter, mach mal jetzt hier die auf Ninja. Eklige Truhe, Alter. Okay, die respawnen aber auch. Kristallhellebarde, ah ja.
Ja, wie gesagt, ich guck mir, ich habe ja ein bisschen Dings geguckt hier bei Jack FromSoft. Also ich möchte ja auch alle Achievements hier haben irgendwann. Werde ich dann aber wahrscheinlich privat den Rest machen, dass wir jetzt hier nicht im Let's Play machen. Oder halt im Stream dann. Aber, ja, der meinte zum Beispiel, man muss, glaube ich, von jeder Waffensart oder so, muss man eine maxen. Und da wäre die Kristalllebarde gut für. Für Kristallwaffen. So, immer schön hinter ihm bleiben. Und dann ist er auch easy. Wie habe ich die denn letztes Mal? Ich dachte, ich hätte die auch gehittet, aber anscheinend ja nicht. Weil sonst hätte ich die ja gemacht. Wo geht's hier hin? Oh, wo geht's denn hier hin? Geht's hier in ein neues Gebiet? Oh, was ist das? Das sieht irgendwie unangenehm aus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe noch 30.000 Seelen. Besiegelt durch die Macht des großen Fürsten gewinnen. Okay. Muss ich hier später hin? Ist da vielleicht das Gefäß hinter, was wir brauchen? Und da müssen wir erstmal irgendwas hier machen, damit wir da durch können. Digga, das Spiel ist so schön, ne? Wann? Also, ich weiß nicht, wann das Remastered. Ich glaube, 2018 kam das Remastered, oder? Ich weiß nicht, wann das Original rauskam, aber das sah auf jeden Fall nicht so geil aus. Aber guck dir das doch mal an. Alter, das sieht so geil aus, oder? Sag doch mal ehrlich. Mit der Sonne da im Hintergrund. Und diesem fetten Schloss hier. Ist geil. Theoretisch kann man hier auch gut Seelen farmen bei den Rittern, ne? 1,5 pro Ritter. 6 Stück sind, Moment, warte mal, 6 mal 1,5. Müssten. Hä, warte mal, hab ich Lust? 9.000, oder? Aber du hast hier Risiko, dass sie dich wegmachen, wenn die zu zweit sind. Mit Fallen geht, aber warte mal, leveln, 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 Moment. Genau, das wollte ich machen. Gehe ich jetzt auf Konditionen? Ja, ich gehe auf Konditionen, weil dann können wir auch wieder eine schnelle Rolle machen. Vielleicht. Die sieht schon gut aus. Okay. Dann gibt es ja nur noch einen Weg, theoretisch. Ich merke gerade, meine Lippe ist schon wieder aufgegangen. Das ist jetzt nervig, weil ich hab dann immer das Verlangen, da dran rumzukauen quasi. Also nicht daran rumzukauen, sondern diese Haut, die dann noch so ein bisschen abhängt, abzumachen in meinem Mund. Und naja, das ist, glaube ich, nicht so vorteilhaft. Der ist hier nicht. Der ist hier gestorben oder. Warte mal, das ist. Nee, das ist kein Blutfleck, oder? Das ist einfach nur ein Spieler. Okay. Übrigens, ich habe schon in Cheap A Short Adventure habe ich das schon mal gesagt, Leute. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht mal einmal die Woche oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht auch zweimal die Woche oder so, alle paar Tage, mal so ein irgendein Game dann halt anzocke oder wenn mir das Game dann gut gefällt, dann auch öfters mal anzocke. Also warte mal, zum Feuer müsste ich noch weiter runter, ne? Das ist blöd. Allerdings geht es auch schnell da hoch. Das ist, glaube ich, schneller als den anderen Weg. Falls ihr Ideen habt, was ich mal anzocken soll, ja? Ein Game, wo ihr gehört habt, oder wo viele sagen, es soll geil sein, oder wo ihr euch vorstellen könnt, es soll geil sein, ihr euch aber nicht sicher seid, ob ihr das holen wollt oder so. Und das jetzt, wenn es jetzt nicht so viel kostet, dann schaue ich da gerne mal rein. Oder ich hab's vielleicht dann schon. Keine Ahnung. Könnt mir ja gerne ein paar Vorschläge schreiben, Leute. Oder vielleicht kennt ihr auch gute Games, wo ich mal einfach reingucken soll. Am besten auch jetzt nicht so, jetzt hier nicht sowas wie Dark Souls. Weil das ist ja, ich meine, jetzt nicht so was Langes, storymäßig, also Story schon, ist okay, aber was man halt mal kurz anspielen kann oder so, weißt du? Wo man jetzt nicht unbedingt nur Story, also, ja, sowas wie soll ich das sagen? Wie zum Beispiel Cheap hier Short Adventure, ne? Das ging in einer Stunde durch, das war was Cooles für zwischendurch, hat richtig Bock gemacht und so.
Und ich hab's ja jetzt auf. Also mir fehlt nur noch ein Achievement, No Death Run. Hab's halt auch jetzt 5 Stunden durchgezockt und drei Videos zugemacht. Eventuell mit dem No Death Run mache ich dann noch ein viertes. Mal gucken, vielleicht mal so einfach so privat. Ja, also solche Games, einfach so. Muss ja nicht was Kurzes sein. Kann ja auch was gehen, was, keine Ahnung, normal 15 Stunden oder so geht oder 20. Aber wo man jetzt. Wo es schon bockt, aber wo du jetzt nicht unbedingt sagst, okay, ich muss das jetzt hier erstmal durchspielen, ne? Also kann man dann immer noch überlegen. Weiß nicht, wie ich das erklären soll. So Games, wo man einfach mal anzocken kann, so, ja. Wenn ihr irgendwer einen Vorschlag habt, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare oder geht auch privat auf Instagram oder so. Oder von mir so auf Twitch in meine DMs. ich guck dann einfach mal. Und dann würde ich vielleicht mal. Ja, keine Ahnung, ab und zu mal so ein Game oder so, dann eine Stunde oder 1,5 Stunden anzocken. So, diese Viecher, sie sollen, glaube ich, eklig sein. Wäre gut, wenn man die vorher wegmacht. Ich würde mal was tryen. Uns gehen langsam die Pfeile aus. Kommt er jetzt? Oh ja. Lol. Okay. Das war relativ easy. Was war das denn? Kommt der jetzt hierher gelaufen? Können die nicht fliegen? Ich try nochmal. Na komm. Kommen die vielleicht doch hier runter? Oh shit. Da ist irgendein Ritter, der ein Blitzschwert hat. Okay, diesen One-Shot. Nice. Okay. Das ging gut. So, die Ritter da oben. Sind das Black Knights? Wer hat denn von dem Blitz gemacht? No, guck mal her. Ich den jetzt nicht hitte, ist blöd. Okay, nice. Die sind nicht ohne. Nice. Das ist ja noch so ein Vieh. Aber dann, das kommen wir wahrscheinlich nicht ran, ne? Nö. Kann's auch nicht anvisieren. Aber ich kann's töten. Köten. Oh! Loot! Nein! Komm nicht ran. Hat irgendwas gedroppt, der Hund. Blöd. So, komme ich hier durch? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist wahrscheinlich dann einfach der Durchgang wieder zurück. Wenn du mit allem fertig bist, gehe ich mal von aus. So, mir wurde gesagt, hier soll irgendwo die ekligste Stelle im Spiel sein. Ich bin gespannt. Ist da noch so ein Vieh?
Nice. Der droppt natürlich wieder nichts. Hier, ja. Okay. Lag hier nicht noch was? Offenbar nicht. Oh, ich hab. Was ist das? Ach, mein Bruder hat mir einen Snap geschickt, okay. Geht's hier noch? Geht's da rein? Ich nehme erstmal mein Schild wieder in die Hand. Hier ist einfach zu, oder? Okay. Da kommen wir wohl nicht so easy durch. Irgendwie ist mir auch gerade ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Ja, okay. Hier ist überall sind diese Wege quasi. Ich glaube, diese Ritter, die wir gerade getötet haben, das sind Silver Knights. Die respawnen auch, wie wir schon gesehen haben. Und hier sind nochmal diese ekligen Viecher. Nein! Oh, das war ein ganz dummer Tod. Das war mal wieder ein Heldentod, wie ihr ihn noch nie gesehen habt. Ich sterbe halt, wenn ich sterbe, immer so dumm. Also meistens nicht mal an Bossen oder so, sondern einfach dumm, weil ich nicht aufpasse, was ich mache oder weil ich abgelenkt bin oder ja, weil ich einfach zu K.O. bin für das. Also zum Zu. Oh nein, sag mir bitte nicht. Hör auf, okay? Chill. Ja, erster Tod für heute. Wir hatten ja sogar gestern eine Folge mit nur einem Tod. Vielleicht nochmal heute, aber ja, ich glaube nicht, dass wir heute nur bei dem Tod bleiben werden. Das ist die 3. Das ist belastend. Oh nein. Und wir kriegen direkt die schlimmste Strafe für mich. Also finde ich, ist die schlimmste Strafe, ist dieser scheiß Zitronensaft. Ach. Ist so eklig, ne? Der ist so eklig, dieser Zitronensaft. Das Schlimmste ist halt nicht mal dieses Saure. Das ist noch okay. Oh nein, wir haben wieder den Bug. Schön. Ich glaube, das ist, weil ich Maus und Tastatur und Controller angeschlossen habe. Das ist auch immer, wenn ich raus tappe und nochmal rein tappe, ja. Ich nehme an, das hängt damit irgendwie zusammen. Mir fällt gerade an, ich habe die Folgen vorhin noch gar nicht vorbereitet, also Titel und Thumbnail. Schön. Wenn das mache ich ja meistens eh relativ schnell. Weil ich mir meistens, gut, jetzt bei Assassin's Creed nicht mehr, aber meistens merke ich mir schon ungefähr eine Stelle, die man vielleicht gut für Titel nehmen kann. Und ich tryer auch in der Regel, na, wie heißt's? Ne? Ich versuche ja auch in der Regel, in der Cutscene oder so, irgendein geiles Gesicht zu machen, ne? Also, dass man das gut für Thumbnail nehmen kann. Am besten, wenn gerade nicht gesprochen wird und wir keine Untertitel haben. Manchmal lässt sich's nicht vermeiden. Da muss man halt entweder wählen, Untertitel im Thumbnail oder nicht. Oder halt dann dafür, Dings. Dafür halt, sehe ich halt nicht so passend aus. So, die Viecher nerven hier. Und die respawnen auch. Dass das zwei waren, war eklig gerade. Das war auch richtig scheiße für mich. Der war easy. Eben ist er runtergesprungen, diesmal nicht. Ich würde, glaube ich, die beiden nochmal anlocken dann auch. Können die nicht fliegen? Jetzt mir gehen langsam die Pfeile aus. Das ist ein hartes Problem, glaube ich. Ja, die machen, okay, die machen das mit dem Blitz.
Oh, bist du nervig, Junge. Oh, Junge. Mit der Hellebarde habe ich das Gefühl, es kommt oft aufs Timing drauf an. Brauchst ein gutes Timing mit der Hellebarde. Die macht zwar fett Damage, aber ohne Timing sackst du halt rein. Naja, der kommt nicht, okay. Das hat nur einmal geklappt, leider. Na gut. Genau, komm du mal her. Och Mann. Gut. Ja, die sind, wenn du weißt, wie du die bekämpfst, sind die easy. Was rollst du nicht? Och Mann. Jetzt habe ich noch 6 Estus und ich glaube, das wird. Also mir wurde gesagt, das wird eine richtig eklige Stelle. Riesenschild. Anders. 18 Gewicht, das hat auch 16. Ich glaube aber, die beiden Schilder wären krass gegen diese Schützen, die hier wohl sein sollen. Und der Drop ist leider weg. Das ist richtig belastend. Ja, dann scheiß auf die, oder? Dass der Drop weg ist, zackt. Ich muss übrigens nachher mal kurz weg, mit meiner Mutter mal kurz talken. Weil ich habe so einen Lebenslauf geschrieben und die wollte nochmal drüber gucken, bevor ich den abschicke. Und ja, dass ich den dann nachher am besten abschicken kann. Oh Junge, jetzt hitte ihn! Der Hellebardekämpfe ist manchmal echt nervig, muss ich sagen. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Wir haben jetzt noch 5 Leben. Also 5 Heal haben wir noch. Und wir haben noch genug von diesen Drecksviechern. Das kotzt mich an. Halt hier nicht da unten. Das ist mir zu eng. Ich habe noch 4 Estus. 4 Estus zackt. Ist einer runtergefallen? Nice, okay. Dann geht fit. Okay. Einhändig ist in die One-Shot mit einem leichten Schlag. Hast du gerade auf mich geschossen? Irgendwo wurden wir gerade beschossen. Viel Erfolg. Ja. Hab ich gehabt. Oh Gott, da oben. Da, von da werden wir beschossen. Ja. Das Ding ist. Giftpfeile sollen wohl gegen die Jungs stark sein. Ansonsten hast du hier wohl richtig fett Probleme. Wir haben keine Giftpfeile und ich kann nicht mehr zurück. Blöd. Und ich habe generell nicht mehr viele Pfeile. Toll. Oh. Und das? Digga, Dark Souls.
Also wenn ich so schieße, dann wird das hier nichts. Noch höher. Tick niedriger, so. Machen halt kein Damage bei denen. Das macht eigentlich keinen Sinn jetzt hier. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich kann da nicht hochlaufen, die mache ich weg. Komme ich zu dem einen irgendwie hin? Da drüben kommen wir vielleicht lang. Vielleicht. Wenn der eine weg ist, dann ist es kein Problem. Wenn der andere noch, den kann man dann immer noch wegmachen. Ja. Ich try my best, Leute. Aber mit 4 Estus und 16.000 Seelen ist halt schwierig. Ich kann hier runter, oder? Ich glaube, hier kommt man gar nicht lang, oder? Das ist, glaube ich, so das andere Problem. Man hier durch? Nee. Ich muss also diesen Assi-Weg gehen. Wo beide auf mich schießen, ja. Wenn hier so Ziege durchgegangen wäre, wäre perfekt. Glaube ich aber nicht. Ja, also wo soll ich jetzt Giftpfeile herkriegen, ja? Scheiße, wir müssen da lang. Wir müssen da lang. Ich habe nur 4 Estos. Ich weiß nicht, ob das reicht. Mir wurde gesagt, das ist die schwerste Stelle im ganzen Spiel. Okay, wir sind schon mal hier. Das sind Großpfeile, aber die explodieren nicht beim Einschlag. Wo muss ich denn jetzt hier hin, oder mal? Ist ja einmal rum, ne? Muss hier einmal außen rum und dann hoch. Digga, ist das eine beschissene Stelle. Wer sich das ausgedacht hat, ne? Oh Gott. Oh mein Gott. What the fuck? Wie willst du das machen? Ich frag für einen Freund. Das ist unmöglich, oder? Wie zum Fick? Was? Das schaffst du nicht, oder? Das schaffst du doch nicht. Wie soll ich das schaffen? Komm ich irgendwie zurück? Komm ich irgendwie zurück? Ich google das jetzt gleich. Nach der Bestrafung google ich, wie wir zurückkommen. Ich. Also. Scheiße. Wie soll ich jetzt an Giftpfeile kommen? Die 5. Moment. Nächsten Samstag sind wir jetzt schon bei 12 Stunden. Ich meine, okay, 12 Stunden ist ja noch gar nichts, aber ja. Weiß ich, ich bin irgendwie noch nicht zufrieden mit meinen Strafen. Die sind mir irgendwie noch teilweise zu easy, aber wenn ich die dann wieder ändere, dann ist es wieder scheiße. Also generell für den Stream auch, weil du kannst halt auf Twitch nicht so viel machen, ne? Ich würde halt gerne so machen mit Schlagen und so auch. Also, was heißt mit Schlagen, Digga? Ich meine, so eine Mausefalle wie Henno in Dark Souls 1, glaube ich. Oder keine Ahnung, irgendwie irgendwas.
irgendwas, wo man auch leidet, also wo man auch wirklich einen Zwang dazu hat, sich anzustrengen, ja, weil du nicht sterben möchtest, aber auch irgendwo was, was mir, also so Sachen mit, wo mir dann übel wird dabei, das ist nicht so das Wahre. Also das haben wir schon gemerkt. Dann bin ich im ganzen Stream dizzy und ist dann nicht mehr so geil. Ich meine, ich sterbe dann zwar auch öfters, weil ich mich nicht konzentriere, aber wenn ich dann noch irgendwas anderes zocken will, ist dann die Performance auch scheiße, ja. Das Problem ist, wir haben 16.000 Seelen jetzt verloren. Wir haben unsere Menschlichkeit verloren, weil da komme ich ja nie wieder dran. Ich google mal kurz, kommt man aus Arno Londo wieder raus? Ohne Herrschergefäß heißt das Ding, ne? Was? Kann mir jemand eine gute Waffe? Ne, warte, was? Hier, ich habe mal eine Frage. Kann ich Arno Londo auch ohne Herrschaftsgefäß wieder verlassen? Ja, den gleichen Weg wieder zurück. Ah, okay, danke. Den gleichen Weg wieder zurück. Ist das für Dark Souls 3? Nee, da brauchst du kein Herrschergefäß, oder? Kann ich da oben wieder zurück? Nee, ne? Ich try das mal kurz aus, weil. So, ich dachte gerade, da wäre jemand. Weil ich würde gerne mehr Giftpfeile holen. Ihr seht, das macht sonst keinen Sinn. Ich meine, okay, wir haben jetzt richtig viele Menschlichkeit da liegen lassen, glaube ich. Obwohl, wir haben jetzt zwei genutzt von acht, den wir, glaube ich, hatten. Dann sind sechs Menschlichkeit weg. Mal wieder. Ich mich gerade irgendwo reden hören? Ich irgendwo Sound an? Also am Handy nicht. Wo am PC bin ich auch nicht. Also habe ich meinen Streamer nicht selber offen. Vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Mein Bruder ist auch nicht da. Das, den dürfte ich dann auch nicht hören. Keine Ahnung. Egal. Ja, ich frag mich, also, wenn wir zurückkommen würden, wäre gut. Wenn nicht, wäre schlecht. Weil, wenn wir nicht zurückkommen, sind wir RIP. Also, wie soll ich diese Schützen schaffen? Mir wurde gesagt, ich soll die vergiften. Also, in dem Video hat er gesagt, vergifte die. Und warte dann einfach. Das dauert zwar Ewigkeiten, aber so kriegst du die weg. Weil, also, wir haben das eben probiert. Ihr habt gesehen, das ist unmöglich. Also, die machen dich ja übel. Also, die Pfeile staggern dich kurz, machen massiven Damage. Wenn du aufstehst, kriegst du quasi schon den nächsten Pfeil in den Rücken. Meine Idee war es eigentlich, bis hinten durchzurennen, mich mit dem Schild andersrum zu stellen, den anderen zu mir zu locken. Aber das hat nicht funktioniert. Ihr habt gesehen, ich war direkt tot. Wenn wir jetzt nicht zurückkommen, dann müssen wir uns das einfallen lassen. Ansonsten hätte ich halt gesagt, mit Gift, aber. Als ob ich den wieder nicht gehittet habe. So frech. Roll dich. Hä? Hallo? Ich bin festgepackt. Der hat mich in die Wand geschlagen. Ich war kurz in der Wand gebackt, Leute. Ey, das kannst du bei dem Projekt nicht machen. Das ist nicht okay. Wenn ich jetzt gestorben wäre, wird eine Strafe machen müssen. Weil ich in der Wand gebackt war. Digga, das Spiel ist so schön, ne? Ich liebe Dark Souls, ey. Bin froh, dass wir es endlich angefangen haben. Und ich glaube, wenn wir dann Dark Souls 2 machen, werde ich dann privat Dark Souls 1 ein bisschen zocken. Ach, guck mal. Kannst du mich wieder zurückbringen? Oh Gott, es geht, Leute. Oh, ich dachte schon, wir sind RIP. Ich hatte so Angst, dass wir da nicht mehr zurückkommen. Wirklich, Leute. Ey, ach du Scheiße, ey. Dann holen wir uns Giftpfeile und ich würde nochmal ins Asylum zurück und die Puppe holen.
Dass wir dann auch direkt ins Gemälde kommen. Beziehungsweise, ich glaube, das Gemälde würde ich dann, nachdem wir wieder zurückkommen von hinten, also von, ich denke mal, da wird irgendwo Ornstein und Smaug chillen. Wenn wir die fertig haben, kommen wir wahrscheinlich wieder zurück. Ach, wir sind jetzt hier oben, ne? Ah, ich habe meine Seele noch nicht geholt. Gibt's hier nicht irgendwo, soweit ich weiß, gibt's doch hier so einen Schmied irgendwo auch, oder? Habe ich gehört. Also, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem Game. Also, erster Playthrough. Ist der vielleicht da drüben drin? Und ist der Dicke respawned? Sieht nicht so aus. Ich gucke aber trotzdem mal kurz. Wenn der Dicke nicht respawnt da oben, ja, dann wäre meine Frage, sind unten in dem Castle dann könnten überhaupt noch Kugeln? Ah doch, warte mal, ich bin doof. Warte mal, der da drüben, der schmeißt die Kugeln runter. Den könnten wir aber auch klatschen, theoretisch. Scheiße, jetzt auf die 16 Seelen riskiere ich alles. Oder gehe ich nur kurz den ganzen fucking Weg wieder zurück? Ist halt auch blöd. Das Problem ist, meine Mods sind jetzt wahrscheinlich auch. Also, ich sehe, die sind nicht da. Sonst könnte ich. Jetzt würde ich die immer fragen, was wir machen. Also, worauf die Bock hätten. Aber jetzt muss ich mal überlegen. Wo geht's hier hin? Hier war, glaube ich, auch noch nicht, oder? Der respawnt? Das ist doch Black Knight, oder? Das ist ein Silberritter. Was bist du? Wo bin ich jetzt gelandet? Hey, jetzt bin ich wieder zurück. Moment. Hä? Warte mal, ich bin gerade verwirrt. Achso, es gab zwei Wege, oder was? Ich mach den Sicherheitsturm mal weg. Der lebt! Was? Der hat einen Schwarzrillebaden nicht überlebt. Übrigens, ich bin immer noch so happy, dass wir die gestern bekommen haben, First Try. Ich kann es ja eh nicht Second Try machen, weil ich meinen Spielstand nicht speichern kann. So, wir haben zwei Optionen. Ich springe darüber oder ich mach den Otzen weg. Vom Otzen komme ich wahrscheinlich nur wieder runter, ne? Will ich das tryen? Pass auf, Schlüssel, okay. Also wahrscheinlich müssen wir dafür irgendwas rüber, ja? Ich habe so Angst. Oh Gott. Gut, hat nicht so gut funktioniert. Armbrust, Scharfschützenbolzen. Cool. Der ist weg. Ich würde es gerne nochmal tryen, weil wir überleben es ja anscheinend. Ja, ist jetzt nicht die Folge, so wie ich sie wollte. Aber ich muss jetzt das ganze Castle zurück, ne? Oh Gott. Wo geht's hier hin? Hier. Da ist ein Feuer! Alter, ich habe das letzte Folge doch überall. Also. Oh, letzte Folge, ne? Habe ich das so überall gesucht? Oh mein Gott, hätte ich das mal vorher gewusst. Ich wollte schon sagen, als ob da nirgendwo ein Feuer ist. Und wo geht's hier hin? Ist Blut? Geht's wieder ins. Ach. Geht's wieder quasi ins Castle. Aha. Okay, ich würde nochmal kurz so hochgehen, Leute. Ging es hier nicht auch irgendwo noch weiter? Also gut, dass wir jetzt das Feuer gefunden haben. Nee, warte mal. Hey, warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Doch hier. Ist richtig. Wie gut ist der Schütze? Trifft er mich von da oben? Ich glaube nicht. Okay. Ich springe einmal rüber, ja. Okay, geschafft. Nein! Ah, sorry, Leute.
Okay. Große Scherbe, nice. Warte mal, unten haben die nur kleine gedroppt, ne? Die droppen große, perfekt. Also sorry Leute, ja doch sorry Leute, dass die Folge jetzt vielleicht nicht so geil ist. Aber ihr habt gesehen, Anolondo muss ich mir erstmal Pfeile besorgen. Und ich würde mich hier kurz, wenn wir schon mal jetzt nochmal hier sind, würde ich das hier gerne kurz klären, ja? Auch wenn ich gerade ein bisschen verkacke mit dem Springen. Aber das ist ein Dark Souls ja immer, also für die Leute, die Dark Souls schon mal gespielt haben, die wissen, wie scheiße das Springen ist. So. Okay. Easy. Was gibt's hier? Ist das ein Charakter? NPC? Hab ich gerade NPC gesagt? NPC meine ich natürlich. Oh. Wer bist du? Ah, was? Was? Wer seid ihr? Ah, auch untot. Hm, wir haben mich selbst an Selbstfesten versucht. Ich bin nicht anders als diese miesen Kreaturen, die Arroganz trieb mich. Ah, ihr glaubt, ihr seid anders? Hm, ja, ich erinnere mich daran. So war ich auch, glaubt mir alle. Hm, also lasst mich euch helfen bei eurer Seelensuche. Ja, kannst du mir so ein paar Seelen droppen vielleicht? Ich habe gerade so 16.000 liegen lassen. Es gibt nichts weiter zu sagen. Ich bin am Ende. Wir sind beide am Ende. Ne? Ich war es töricher nach. Also... Lasst mir einen kleinen Ratschlag geben. Versucht gar nicht erst, nach Anolondo aufzumachen, eure Verfassung. Ich war da schon, du Penner. Ein Jahrhundert lang haben sie es versucht und sind gescheitert. Der Ritterkönig Rendal, den Schwarzeisenparkus, sogar Loran. Ihr hättet keine Chance, ihr werdet... Ja, Digga, noch schneller bitte, ja. Wenn auch nur, um euren Kummer zu vertiefen. Ja, wir sind ja schon in Anolondo gewesen, Mann. Das Problem ist, ich brauche Pfeile. Hast du vielleicht welche? Okay, der sagt mir immer dasselbe jetzt. Gut. Hast du vielleicht Poison, also Giftpfeile, grüne Blüte, beschleunigt vorübergehend Ausdauerregeneration, auch cool. Explodiert und fügt Feuerschaden zu, ja. Kleine Schirm, der verkauft große Schirm für 4000. Boah. Aber brauchen wir nicht mehr. Was verkauft der an Waffen? Ein Großschwert? Haben wir, glaube ich, aber auch selber schon. Und sonst nur Müll. Ah, Pfeile, bitte. Nein! Wo krieg ich Giftpfeile her? Oh nein. Oh, warte mal, ist das nicht hier von dem Zwiebelritter die Rüstung? Stimmt, wo ist denn der eigentlich hin? Der wollte uns doch an der Festung treffen, ne? 10.000 pro Rüstungsteil. 57. Oh, also die sieht aber auch heftig aus. Warte mal. Also die scheint aber auch sehr schwer zu sein, oder? Ich check das gleich mal gegen, ja? 11,7 merke ich mir mal. Und 57 Dings. Stahlrüstung hat er auch. Die ist noch ein bisschen schwerer, aber schlechter. Okay. Eine Balderrüstung und das war's. Okay. Donnersteinplattenring. Versteckt Blitzverteidigung. Zaubersteinplattenring. Versteckt Magieverteidigung. Ich glaube, wenn man alle Achievements farmen möchte in dem Spiel, braucht man wahrscheinlich die beiden Ringe, oder? Kann ich mir gut vorstellen. Warte, 57 und 11,7. Was haben wir aktuell? Ja, komm. 57, 11,7. Die ist besser und leichter. Aber teuer. Wäre vielleicht eine Idee. Ich gehe erstmal hier runter, ne? Was gibt's hier? Ich hoffe, keine Traps mehr. Ich hab doch, also irgendwer hat gesagt, es gibt hier irgendwo einen Schmied, aber ich weiß nicht wo. Den würde ich auch noch gern finden. Vielleicht ist er hier unten. Zumindest habe ich bisher hier noch keinen Gegner gesehen. Da oben ist ein NPC, also... Digga, warum spreche ich heute so scheiße? Also vielleicht ist er ja hier. Ah, da ist doch ein Gegner. Okay, ja, dann machen wir den. Easy. Käfigschlüssel. Okay. Weiß zwar nicht für welchen Käfig, aber haben wir. Aber hier ist auch kein Schmied. Wo soll der denn sein? Ich meine, gut. Der wird bestimmt in der Nähe von einem Feuer sein, oder? Hm. Also wenn wir den Schmied hier nicht finden sollten, ja. Ich werde ihn jetzt auch nicht suchen, ja. Ich wollte nur den einen Weg, den wir noch haben, weitergehen.
Ich überlege nur gerade, ob ich mir die Brustplatte kaufen soll, weil hier rüberspringen jedes Mal, das ist scheiße. Obwohl, es ist ja, wenn du runterfällst, bist du ja nicht tot. Wie viele Seelen haben wir? Ja, lohnt das, ist halt die Frage, ne? Und ich muss mal rausfinden, wann man hier diese Bosswaffen machen kann, ja? Diese Bosswaffen. Ich trinke mal was, sonst, ihr seht, wozu es führt. So. Weil also ich kann mir gut vorstellen, dass die eine oder andere Bosswaffe ganz geil ist. Vielleicht von dem Wolf. Oder von Quelak. Ich meine, ich werde eh. Wir haben die beste Waffe im Spiel. Ich werde eh bei der bleiben, aber. Wie viel bringt denn so eine große Seele, ehrenwerter Ritter? 8000. Eigentlich geil. Dann. What is it? Schnauze, Junge. Ich will mal kurz deine Rüstung kaufen, ja. Go Weil die on, scheint sehr unlace it geil for zu you. sein. Vielleicht kriegen wir die auch noch durch einen anderen Weg, aber ich wüsste zumindest. Wir müssen die Rüstung auch mal wegpacken. Das nervt mich jetzt auch. Daran habe ich letztes Mal nicht gedacht. Hier, Katharina-Rüstung. 57. Ich kann noch mal kurz umschalten. Ja, die ist überall besser, außer Blut- und Giftresistenz. Da ist sie schlechter. Und anscheinend robuster hat die wahrscheinlich auch. Also, so wie es aussieht, auch weniger. Aber. Oh, was ist Balance? Ich wusste nicht, dass die Rüstungen Balance-Werte haben. Das. Vielleicht haben wir uns, konnten wir uns deswegen letztes Mal nicht mehr so gut bewegen, als ich ein Rüstungsteil getauscht habe. Das könnte es sein. Digga, wie geil er aussieht. Ja, die ist doch stylisch, oder? Ich überlege gerade, ob ich mir die andere auch noch holen. Also noch ein Teil von dem Set kaufen. So, wie teuer ist denn das? Der Helm kostet, das kostet auch 10.000, 7.000 und auch 7.000. Wie gut ist denn unser Helm, den wir gerade haben? 22, 4,5. Ich weiß auch nicht, auf welches Stats man am besten achten sollte. Deswegen, wenn ich jetzt hier Scheiße kaufe, dann sorry, Leute. 15, 3,5. Ja, und was hat der gehabt? What is it? Der hat 22, 4,5. Ja, das ist aber nur geringfügig besser und halt schwerer. Ich glaube, das lohnt nicht so. Auch wenn der geil wäre, aber 10.000 ist schon viel. Vielleicht können wir die anderen beiden Sachen kaufen. 34 beide und 6,9. Nothing at all. Moment. Oh, 34, aber 6,9 ist hart. 6,9 ist hart. Boah. Das ist teuer. Also, was heißt teuer? Auch teuer, ja, aber es ist schwer. Ich weiß halt nicht, wann wir eine bessere Rüstung tragen können, wie viel wir da in Konditionen gehen müssen. Oder, ja, vielleicht auch. Das Problem ist, ich weiß nicht, welcher Stat am besten scaled mit dem Rollen. Es könnte Beweglichkeit sein, wahrscheinlich, oder Kondition, oder vielleicht auch beides. Ich weiß halt nicht, wie viel ich skillen müsste, damit ich beides, also damit ich die ganze Rüstung tragen kann. Dementsprechend weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ich würde jetzt, glaube ich, zumindest nochmal die beiden Dinger kaufen. Also die Gamaschen und, Tant-Ding, wenn ich es mir leisten kann, die Armschienen. Jetzt brauche ich meine ganzen Seelen dafür. Das ist schon eigentlich Verschwendung, oder? Egal. Passt perfekt. Und sogar noch 1000 übrig. Und wenn nicht, dann komme ich später nochmal wieder und kaufe den Helm, ja? Wenn wir den tragen könnten. So. Stahlrüstung haben wir, glaube ich, sogar schon. There you Oder? Ich go. bin mir unsicher, aber die ist, glaube ich, Nice schlechter, wenn ich das richtig gesehen habe. So, was können wir tragen? Können wir zufällig. Aber das ist so viel schwerer, ne? Ist das noch eine. Sch ist das noch eine wie eben? Ja, ne? Wo sehe ich das denn? Also, sorry, dass ich jetzt hier gerade mich ein bisschen aufhalte, ja. Aber das ist ja auch wichtig, ne? Vielleicht. Ist ja mein erster Playthrough hier, ne? So, 41 von 115. Ja, toll, wie viel Prozent sind das? Wir haben 40 mal 4 sind
160. Das heißt, wir sind eh schon. Wir können, also wir sind eh schon über der Belastungsgrenze, ja? Für eine schnelle Rolle. Dann kann ich die auch easy ausrüsten. Wir werden auf jeden Fall nachher nochmal kurz die ganzen Rüstungen ablegen, glaube ich. Die nerven mich langsam. Oh Gott. Oder ist die jetzt langsamer? Wait. Sechsundvierzig von 115. Mit Watt bis 70%, ne? Aber das haben wir ja nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Die ist schon langsamer jetzt, ne? Ah, das kann auch ein Tod bedeuten. So, machen wir den Otzen weg. Auf dem Rückweg. Ich würde, glaube ich, jetzt nochmal da zu dem einen Ritter gehen und da ging es, glaube ich, noch weiter. Ich will halt diesen Schmied eigentlich gern finden. Digga, die Rüstung. Digga, die Rüstung, ey, die macht mich fertig. Oh. Ey! Cheater! Oh moin Lini, na, wie geht's dir? Geht's dir wieder besser? Oder immer noch Schmerzen? Dass der nur 800 gibt, ist frech. Digga, die Rüstung. Ist das geil. Der Charakter sieht ja mal 1 zu 1 aus wie du. Immer noch Schmerzen. Ja, das ist geil aus, oder? Der hat was. Der hat Style und das Geld. Ja, das ist ja von dem Zwiebelritter, ist das die Rüstung. Ist auch ein legendärer Charakter aus Dark Souls quasi. Immer noch Schmerzen. Ja, das tut mir echt leid, Linie. Ich hoffe, dir geht's bald besser, ne? Das heißt, ich nehme an, du gehst heute auch wieder in die Schule, weil du Schmerzen hast. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Oder gehst du Schule? So, wo geht's hier hin? Parieren. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Ritter. Ich mach mal einhändig, oder? Ich kann ihn eh nicht blocken. Das ist nur ein Bogenschütze. Das ist wegen ein heftiger Typ. Zwiebelritter. Ja, der die Rüstung sieht halt so ein bisschen aus wie eine Zwiebel. Rickard Stegen, der sieht wild aus. Die Rüstung sieht halt so ein bisschen aus wie so eine Zwiebel, wenn du die komplett hast. Deswegen heißt der Zwiebelritter. Rickard Stegen. Sieht jetzt gar nicht mal so scheiße. B auf Dex ist geil. Könnte man vielleicht auch spielen, aber wir haben eh die beste Waffe im Spiel. Digga, Lini, du warst ja gestern im Stream nicht dabei, weil ich ja morgens gestreamt habe, so wie jetzt heute auch. Ich hab diese Hellebarde, das ist die beste Waffe im Spiel, das ist die schwarze Hellebarde. Ich hab sie. Fucking nochmal, also ich hatte nur einen Versuch quasi zu bekommen. Weil, also an der PlayStation, wenn du PS Plus hast, kannst du deinen Spielstand saven und dann nochmal laden, ja? Mit irgendwie, du kannst dich, glaube ich, in die Cloud hochladen oder so, keine Ahnung. Am PC soll das wohl auch irgendwie gehen, aber ich finde da kein Video, wo man das richtig erklärt kriegt und mir ist das zu riskant, dass ich jetzt hier meinen Spielstand verliere, ja? Deswegen habe ich quasi nur den einen Versuch gehabt, diesen Schwarzritter da zu machen, ja? Ich habe ihn erstens First Try auseinandergenommen und zweitens habe ich einfach seine scheiß Hellebarde bekommen. Das ist die beste Waffe im Spiel und die skaliert auf Dex und ich gehe auf Quality Build, wo ich natürlich auch sehr stark auf Dex gehe. Das heißt, ich habe einfach die beste Waffe im Spiel gefunden. Habt ihr auch schon auf plus 3 oder so? So, das sieht aus wie eine Falle. Das nicht? Das auch nicht, okay. Göttlicher Segen nochmal. Was macht der? Seltener Ring der Opferung. Ui, der sieht wild aus. Seltener. Keine Verluste bei Tod. Fluchlösung. Ring bricht. Fluchlösung? Dieser mystische Ring wurde im Zuge eines Opferrituals von Welka, der Südengöttin, geschaffen. Der Magenfar. Was? Der magentafarbene Ring ist extrem selten. Der Träger erleidet bei seinem Tod keine Verluste und wird von allen Flüchen befreit. Der Ring aber zerbricht in diesem Fall. Wir könnten uns überlegen, wenn wir unten da sind, wo diese Leguane sind, die den Fluch dir geben, wo du instant stirbst und Half-Life hast.
Können wir uns überlegen, ob wir den anziehen. Was macht denn nochmal der Ring der Gunst? Nein. Was macht der denn nochmal? Versteckte TP-Ausdauer, Last. Ah ja. Okay. So, die Frage ist, wo ist dieser scheiß Schmied? Der muss irgendwo hier sein, aber ich weiß nicht wo. Ja. Wie komme ich denn da hin? Wie kommen wir da hin? Da runterspringen vielleicht. Oh, alter Lini, was ist geschrieben, Junge? Dark Souls Entwickler. Jo, wir brauchen noch einen Namen für einen legendären Ritter. Fällt euch was ein, Mitarbeiter? Wie wäre es mit einem ultra furchteinflößenden Namen? Währenddessen ist der Praktikant. Ist der Praktikant was mit Zwiebeln? Der Dark Souls Entwickler. Nee, lass ihn Zwiebelritter nennen. Nee, der heißt ja nicht Zwiebelritter. Das ist nur die Community nennt ihn nur so, Lini. genauso wie, ja, okay, warte, also Dings, Solaire, den nennt ja jeder so, also der heißt ja so, aber er ist ja auch so eine Legende in Dark Souls quasi. Übrigens, ich war eigentlich auch schon in Anor Londo-Linie, aber ich bin jetzt nochmal zurückgegangen, weil, da ist so eine richtig eklige Stelle, wo so zwei Bogenschützen dich absolut wegsnacken, Alter. Und, dafür sollte man Giftpfeile sollte man dafür holen. Und das wollte ich jetzt eigentlich machen, jetzt hänge ich aber wieder hier fest, weil ich noch ein paar Sachen erledigen will. Hast Orion Knight. ja. Onion Knight. Mann, ich kann nicht mehr lesen heute. Sorry. Ich frag mich gerade. Müsste ich in die Schule, wäre ich jetzt ganz bestimmt nicht hier. Ja, okay, verstehe ich. Kannst du mittlerweile eigentlich wieder richtig essen oder geht das auch noch nicht? Die helle Bade macht so Damage. Das Problem ist, die braucht halt immer lange, bis du hittest. Das heißt, du dealst halt auch nicht so viel Damage. Also du kassierst halt immer. Nicht wirklich. Ja, das ist belastend, Digi. Ich hoffe, das ist hier bald wieder besser. Was hat denn der Zahnarzt quasi gesagt, wie lange das dauert? Also bis es wieder normal ist quasi. Ich habe es zwar gestern geschafft, Pizza zu essen, aber das mit Schmerzen. Oh, das ist belastend. Das tut mir leid zu hören, Mann. Hier runterspringen macht auch keinen... Sag mal. Runterspringen macht auch keinen Sinn, oder? Ah ne, warte, hatte gestern auch komischerweise mehr Schmerzen als vorgestern, lol. Ja, gut, ne? Dem Körper, dem ist es ja egal wann, aber... Wait a minute, da ist eine Tür. Also dem Körper ist es ja... Der sagt ja, jetzt habe ich Schmerzen, jetzt musst du leiden. Warum kann man hier runter droppen? Oh Leute, ich kenne mich hier doch nicht aus. Kann schon mal so eine Woche dauern. Ja gut, ne? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Jetzt einfach nur wieder runter? Also übrigens, sorry Leute, dass die Folge jetzt vielleicht ein bisschen lame ist gerade, aber... Ich weiß gerade nicht genau, wo ich hin muss. Wo es weitergeht. Also wir können nach Anor Londo, klar, aber das will ich ja noch gar nicht. Kennst du das Game Injustice? Namen habe ich schon mal gehört. Ist das das, was was Lonze im Moment spielt? Oder war das was anderes? Das hat auch irgendwie so einen komischen Namen. Mortal Kombat nur mit DC-Chars. Achso, ne, dann ist das das nicht. Okay. Ach, Injustice wie Injustice League, oder was? Okay, verstehe ich. Wo habe ich jetzt 7000 Seelen, ne? Ah, das ist Judgment, genau. Ich weiß, ich... Keine Ahnung, Alter. Ich vergesse den Namen immer.
Ist das, soll das Injustice gut sein, oder... Wie komm, also wieso fragst du jetzt, meine ich? Hab mir das gestern wegen PS Plus runtergeladen, okay. Und ist das geil, oder? Nicht so geil. Ich mag das eigentlich voll, oh, das ist doch cool. Ich pack mal kurz... Oh nein, was hab ich jetzt getan? Ich pack mal kurz ein paar Sachen weg. Das ist auch nervig gemacht. Warum muss ich hier? Ich muss jetzt gucken, wo was drin ist. Das ist blöd. Kristallhellebarde kann weg. Gargoyle-Hellebarde auch. Armbrust. Talisman eigentlich auch. Die beiden Schilde behalte ich mal. Ja, die Großschilde. Ich würde, glaube ich, das Schwere wegpacken. Das Kleine behalte ich erstmal. So. Bockt sie wahrscheinlich nur, wenn man mit Freunden zockt. Ach so. Und da ich weiß, dass du keine hast, wird es bei dir problematisch. Ja, das ist natürlich sehr nett von der Linie, klar. Verstehe ich aber auch. Ach. So, ich packe mal den ganzen Scheiß hier weg. Obwohl, nee. Stopp. Vielleicht brauchen wir irgendwann verschiedene Resistenzen. Dann würde ich das, glaube ich, doch in Betracht ziehen, die Sachen zu behalten. Und pack mal nur das Doppelte weg. So. So, Leute, dauert kurz. Ich werde die Folge einfach ein bisschen länger machen. So, hier Hüllenkrieger. Das kann eh. Ich glaube, Hüllenkrieger kann weg. Komplett. Hüllenkrieger ist, glaube ich, absolut scheiße für uns. Und hat, glaube ich, auch nicht die besten Resistenzen. Digga, wie viel Zeug wir davon haben. Ist ja unmenschlich eklig. Ja, Balderhelm. Nee, würde ich nicht behalten. Rüstung auch nicht. Vielleicht nochmal einmal Gamaschen oder Stulpen vielleicht. Hier würde einmal Stulpen, einmal Gamaschen. Ah, guck mal, da können wir noch eins wegpacken. Der Sack wird wahrscheinlich auch nicht gut sein. Ich behalte den trotzdem mal. So. Vielleicht magst du ja solche Games, dann können wir das gerne mal zocken, wenn ich PC hab. Ja, ich guck's mir dann nachher mal an, noch im Stream. Dann, wenn das geil ist, warum nicht? So. Wie komme ich nach da hinten? Oh geil, ich habe noch einen Essus bekommen. Oh, der lebt ja noch. Kleine Scherbe, nice. Du hast gerade nur 5 Euro auf Steam, 90% Angebot. Okay, ich guck mir das dann auch. Also erinnere mich am besten dann nochmal, also na, wenn ich den Stream beende, vielleicht am besten nochmal dran. Wäre cool. Dann hole ich mir das vielleicht. Wo geht es denn jetzt hier weiter? Ich meine eigentlich, ich weiß, Leute, wir sind eigentlich schon in Anolondo gewesen und ich wollte eigentlich nur kurz Pfeile kaufen. Aber da hinten geht es ja noch irgendwo hin. Und ich würde diesen Schmied gern finden, Mann. Wie lange streamst du? Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger streamen. Ich muss jetzt nur noch vielleicht in einer Stunde mal ganz kurz weg was mit meiner Mutter quatschen. Weil ich habe einen Lebenslauf, wo man die wollte nochmal ganz kurz drüber gucken. Weil ich habe vielleicht einen neuen Job so und ja, die wollten denen, dass ich den Lebenslauf nochmal schicke. Deswegen. Ja, warte mal. Geht's denn nirgendwo weiter, oder? Also theoretisch, ich glaube, wir machen den nochmal kurz, dann hole ich mir aber noch den Helm.
Ach, guck mal, Stream Elements ist dann nach ein paar Stunden nochmal aufgewacht. Schön. Oh Gott. Puh. Chill, Bro. Okay. Was steht da bei deinem Lebenslauf drin, außer ganz fett Opfer? Ja, ja. Alles klar, Lini. Ich möchte jetzt. Ich meine, eigentlich wollte ich heute nicht so gemein zu dir sein, weil du noch Schmerzen hast, aber. Hilft dir anscheinend nichts. Da braucht wieder jemand eine Lektion. Nee, aber ich meine. Der wird jetzt. Also der Lebenslauf ist jetzt nicht so lang, weil ich habe jetzt nur Ausbildung gemacht und dann in der einen Firma da gearbeitet. Wo ich jetzt aktuell ja noch angestellt bin. So. Oh, was droppst du? Kleine Scherben. Also hier kann man gut Scherben farmen. Ich muss ja meine Schmerzen irgendwo rauslassen. Ja, verstehe ich auch voll, Lini. Alles gut. Ich frage mich, ob man hier irgendwo noch weiter kann. Weil wir sehen ja von hier oben aus. Ne, warte, wo war denn das? Irgendwo habe ich doch gerade gesehen. Da ging es noch irgendwo hin. Also vor allem auch da, wo ich da gerade drauf gucke, auf diesen Hof. Wie komme ich da hin? Das frage ich mich so ein bisschen. Ich habe bestimmt wieder irgendwas übersehen. Und vielleicht kann man sich auch hier runter droppen, aber da habe ich ein bisschen Respekt vor, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht, ob ich das machen möchte. So. Aber ich meine, ich hatte doch irgendwo noch einen Weg, wo ich nicht weitergehen wollte. Hier war das nicht, ne? Oder ging es hier weiter? Ist jetzt vielleicht dann doch ein bisschen lame, die Folge. Gut, wir sind auch immerhin zweimal gestorben. Schon. Hier ist gar nichts, ne? Heiliger. Ja, was Heiliger? Hier ist ja nichts. Oder vielleicht muss man dafür eine Quest aktivieren oder so. Da ist die Leiter. Und wie komme ich daneben? Wie komme ich da zu den Treppen? Kann man sich hier vielleicht... Oh, warte mal. Famose Falle. Hä? Okay. Man könnte vielleicht darüber springen. Ich will es aber eigentlich nicht riskieren. Ist da irgendwo raus? Nee, ne? Vielleicht... Ah ne, da waren wir schon. Vielleicht, wenn ich hinten den Typen wegmache... Ah ne, hier geht's ja nur wieder zum Turm. Moment. Moment, ich muss ja wieder runter. Problem ist, kann ich hier irgendwo noch Seelen bekommen? Mir fehlen 100. Dann könnte ich mir den Helm noch holen. Hab mir gestern random für 3 Euro Tief-Simulator auf PlayStation gekauft. Okay, nice. Ich wusste gar nicht, dass es das auf PlayStation gibt. Da ist eine Tür. Da könnte man reinspringen. Sollen wir das try? Ich meine, wofür kann man da hin? Aus welchem Grund kann man hier drauf? Geht's da irgendwo rein? Hier wird's wahrscheinlich durchgehen, bis da hinten. Da geht's auch nirgendwo hin. Da unten ist eine Tür, aber da kann man, glaube ich, auch so hin. Also für mich ergibt es gerade keinen Sinn, da jetzt runter zu springen. Außer da unten auf die Plattform vielleicht. Aber vielleicht waren wir da auch schon, das weiß ich nicht. Ich würde mich jetzt nochmal ans Feuer setzen, kurz 100 Seelen holen. Und dann würde ich mir kurz oben noch den Helm holen bei dem Typen. Und ich habe keine Ahnung, wo der Schmied hier in der Festung sein soll. Ich habe keinen Plan. Vielleicht haben wir den. Vielleicht ist er auch unten irgendwo. Ich habe den. Also, ich habe den wahrscheinlich hart verpasst. So. Oh Gott. Ah, ne, doch, hier ist richtig. Moment. So, wo kriegen wir nochmal eine Seele her? Hier Seelen generell.
100 Stück reichen, ja. Meine ich irgendwo noch einen Gegner? Ich will den Bogenschützen wegmachen. Der müsste reichen. Oder ich mach den Ritter denn weg, das passt auch. Die Folge ist jetzt ein bisschen lame, Leute. Das war ganz anders geplant. Sorry. Okay, nice. Guck mal, da hinten ist jetzt... Da ist eine Nachricht. Geht's da vielleicht doch weiter? Eigentlich nicht. Sackgasse, toll. Geil, Digga. Sag mal doch was Neues. Okay, dann haben wir aber... Wir haben jetzt genug Seelen, sprich darüber und holen wir den Helm noch. Dann haben wir den zumindestens. Ach, Digga. Ach ja, den habe ich voll vergessen. Jetzt hier noch, ich fühle mich hier wie in einem Labyrinth. Ah ne, da war die Kiste. Er lebt. Es muss doch irgendwo noch hier weitergehen. Für Leute auf YouTube. Ja, okay, warte mal. Wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, ist es wahrscheinlich eh wieder. Also, bis dahin. Ich glaube, das ist die Folge für übermorgen. Bis dahin bin ich da wahrscheinlich eh schon lange durch. Aber ihr könnt mir gerne mal schreiben, wo es zu dem Schmied geht. Schafft, ja. Glaubt so die Sonne, okay. Wenn ihr einen Hinweis habt, wie es zum Schmied geht, ich würde mich sehr freuen. Dann gucken wir das nochmal, dann checken wir das nochmal ab. Weil ich müsste jetzt theoretisch den ganzen Weg aus der Festung zurücklaufen, um mir fucking Pfeile zu kaufen. Ist belastend. Bei Thief Simulator habe ich mal angefangen zu zocken. Ich habe das bei Henno halt komplett mal gesehen. Und fand ihn eigentlich ganz geil. Ich habe den mit Maus und Tastatur angefangen. Das Zocken fand ich nicht so geil. Vielleicht zocke ich den noch irgendwann nochmal mit dem Controller. Diesen Kebab-Chef-Simulator müssen wir 100% zocken. Das Game ist echt geil. Okay, ich habe mir noch nicht ange... Also ich habe den zwar auf meiner Wishlist, aber ich habe den mir... Das ich habe mir noch kein Gameplay oder so davon angesehen. Aber wenn du Bock hast... Also klar, ich habe den ja eh auf meiner Wishlist. Können wir gerne machen dann. Ich dachte halt wirklich, hier wäre vielleicht der Schmied drin, in dem Turm hier. Aber offenbar nicht... Hätte halt auch eigentlich gepasst, ne? Dass der hier ist. So, wir holen uns noch den Helm, scheiß drauf. Dann habe ich die ganze Rüstung. Ich wollte das gerade mit Papa Platte und Basti GRG. Oh ne, Bro. Really? Was denn? 5 Werbung. Was? 5 Werbung? Das soll ja eigentlich nicht so sein. 22, der hat man 15, 4,5, 3,5, 15, 15, 15, also Resistenzen hat der glaube ich besser, ne, der Gargoyle-Helm. 8 Balance, Gift, Blut, und der andere? Ja. Grundsätzlich ist halt besser, ne. Jetzt sind wir der Zwiebelritter, Leute. Ich behalte den erstmal auf, ne? Hier ging es nirgendwo weiter, ne? Kann doch nicht sein. Aber ich höre den Schmied ja auch nicht. Den würdest du ja auch hören. Den würdest du ja auch wahrscheinlich hämmern hören. So. Ich hoffe, den kann man töten. Oh, der hat Bock. Schön auf die Eier. Okay. Einmal hat er mich gehittet. Werbung zu Ende. Wieso denn 5 Werbung, Alter? Das finde ich ein bisschen übertrieben. Ich habe das eigentlich so eingestellt, dass in einer Stunde sollen zwar, ich glaube, das waren 3 Minuten oder so insgesamt, aber
Eigentlich sollten die verteilt werden auf diese Stunden. Ich weiß nicht, warum das jetzt so scheiße ist. Weil 5 Stunden ist ein bisschen übertrieben, oder nicht? Okay, hier kann ich mich runterdroppen lassen. Aber gibt's hier irgendwas Sinnvolles? Und respawnt der? Geschafft, ja. Ich könnte die bewerten, aber dann müsste ich mit diesen blöden Steinen da raus. Obwohl, warte mal, wir können ja eigentlich mal. Können ja mal aus Spaß einfach mal. So. Kann ich die jetzt bewerten? Bewerten. Ja. Okay. Ich. An Elden Ring musstest du ihn einfach nur im Moment haben, damit du das machen konntest. Das weiß ich noch. So, wir sind jetzt hier. Ich weiß nicht mehr, wo was war. Fahrenzone, okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo wir schon waren, wo nicht. Da sollten wir, glaube ich, nicht runter. Und da Kebab-Chef noch Early Access ist, werden dann noch ein paar Updates kommen. Ja, safe. Also bist du. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wann du deinen PC dann kriegst. Aber ich denke, bis dahin safe dann noch das eine oder andere Update. Hier waren wir schon. Das Game allgemein ist echt geil gemacht. Okay, ich bin gespannt. Ich mag ja so generell so Simulatoren. Schaue ich mir ganz gern mal an. Den habe ich mir jetzt, wie gesagt, noch nicht angeschaut, aber. Wie gesagt, den habe ich auch schon länger auf der Wishlist. Da wäre noch ein Item. Guck mal. Große Seele, stolzer Krieger. Sehr gut. Wo sind wir denn jetzt? Ich sehe nichts. Da kann man nicht zurück. Ich will mich nicht einfach droppen lassen. Wo bin ich hier? Ich erkenne das nicht wieder. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Ich werde uns aber so in den Ruin reiten. Man kann nämlich Blackjack spielen. Ja, toll, Lini, das ist geil. Mach uns dann ruhig pleite, dann läuft der Laden auch irgendwann. Weil umso mehr wir pleite gehen, umso mehr müssen wir natürlich uns anstrengen, da wieder rauszukommen. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir sind hier. Scheinbare Wand. Piss dich. Mann. Ah ne, warte. Ich bin doof. Gut. Ach, wäre ja auch zu schön gewesen, ne? Oh, schwarzer Zauberer-Outfit. Und Zauberei Stille haben wir bekommen. Oder ich verdoppel das Geld. Hat's geglaubt. Ja, das ist so, das ist in Dark Souls. Es kann sein, dass die Nachrichten stimmen, es kann aber sein, dass sie nicht stimmen, ne? Das ist dann immer das Risiko, was du eingehst manchmal. Ach, guck mal, wo sind wir denn jetzt? Wait. Wo sind wir denn jetzt hier? Ah, ich weiß, wo wir sind, okay. Hier geht's runter. Wo geht's hier hin? Da sind wir mal gestorben. Das habe ich letztens hingemacht. Ja klar, Digga, weil du auch so oft schon Dark Souls gespielt hast. Okay, wir könnten jetzt, also wir könnten jetzt theoretisch da lang. Oder da oben konnten wir uns noch runterdroppen. Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, ob das Droppen so lohnt. Also ob wir dann einfach nur wegen ja irgendwo zurückkommen oder nicht. Oh, oh, oh! Oh Gott. Ganz smart Idee gerade. Oh Gott. Geht's da auch irgendwo noch runter? Nee, ne?
Okay, wo sind wir jetzt hier? Nachahmung vor mir. Ja. War hier eine, war hier, da waren wir schon. Hier war eine Truhe. Ach, guck mal, hier ist eine Leiter. Natürlich sogar gespeedrunnt. Na klar, Lini, Alter, du bist doch der krass. Achso, ich habe ja vorhin nochmal. Schafft. Scheiße. Ich glaube, wir müssen hier hin, bevor die Dinger hier drin sind. Überlegen, ein Lego-Set zu bestellen, was nur 13 Euro kostet. Gut, dann Lego, Alter. Ich meine, Lego ist geil, ja, aber. Weiß ja nicht, Digga. Also, ich meine, ja, mach doch. Aber du wolltest ja eigentlich sparen. So, die Frage ist, wie komme ich zum nächsten Feuer? Am schnellsten. Hier war der. Ich würde das mir nicht tryen, am runter zu gehen. Sucht, ja. Okay, nice haben wir. Wo droppt der? Schlangenschwert, nice. Wo ist denn hier? Von hier aus das nächste Feuer. Wir hatten hier halt so wenig Feuer, ne? Ich glaube tatsächlich oben wieder. Ich glaube, das nächste Feuer ist das oben. Krass. Oder ich weiß halt von einem Feuer nichts. Da. Ne, warte. Wo ging es jetzt hier hoch? Doch, war richtig, ne? Also die Folge ist eine absolute Katastrophe, Leute. Sorry. Alles gut. Alles gut. Also die Folge ist eine absolute Katastrophe, Alter. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Konzentriert bleiben. Okay. Aber ich glaube, bevor ich mir Lego kaufe, gehe ich lieber auf ein Set von Mold King. Okay. Ja. Schadet nicht. Okay, ja, ich wollte gerade sagen, die Folge ist ja eigentlich eine absolute Katastrophe. Ich wollte eigentlich in Anor Londo weiter. Aber in Anor Londo war es ja leider so, dass da diese Kackschützen sind und die sind krank. Ich wollte mir eigentlich nur Giftpfeile besorgen, aber jetzt hängen wir wieder in dieser scheiß Festung fest. Und da ich jetzt natürlich ein paar neue Wege gefunden. Oh, warte mal. Ja, ich wollte gerade sagen, hier war ja noch was. Bauen wir den Jedi-Tempel. Ja, ich weiß halt nicht wann. Mann, geh mal weg. Hallo, kann ich mal schießen? Ja, da machen wir richtig viel Damage. Ja, wir müssen den Bogen mal leveln, glaube ich. Sagt mir, wie der ist. Ja, okay. Also, ich weiß nicht wann, Digga, aber irgendwann. Oh, der nervt. Scheiße. Komm, mach weg. Alter Junge. Ist nicht normal. Ah. Das hat letztes Mal auch funktioniert. So. Komm schon. Och, jetzt steht er da. Oh. Ah. So. Jetzt wird's wieder eklig. Das war's. RIP. Oh, ich hasse diese Festung. Ich hasse sie. Mit meiner ganzen Seele hasse ich diese Festung. Das ist bisher der ekligste Ort, obwohl... Nee, Schandstadt war... Im Gegensatz zu dieser Festung war Schandstadt sogar noch okay. Muss ich ehrlich sagen, Alter. Schandstadt war... Im Vergleich zu dieser Festung war Schandstadt ehrlich ein Paradies. Es ist ja gottlos.
Ich hasse diese Festung. In Elduin ging das noch. Da kannst du dich besser bewegen. Aber hier, vor allem auf dem kleinen Pfad, das ist gottlos. Das ist wirklich gottlos. Ja, natürlich Bestrafung. Oder gestorben. Die 9. Übrigens, das Bestrafungsrad in Stream Elements hat immer noch nicht funktioniert. Also, ja. Bleiben wir wohl erstmal dabei, ne? Oh nein, oh nein, oh nein. Was hast du getan? Was hast du getan? Wir müssen die Störung invertieren und das in dieser Scheißfestung. Können wir eigentlich direkt wieder sterben gehen? Bin ich early, Alter. Mein Arsch tut weh. Anders hinsetzen hier. Okay, ja, dann. Ne? Ach, Scheiße. Ja, wird toll. Wird lustig. Guck mal, das sind meine Seelen. Oh, Alter. Oh Gott. Nee, warte mal. Ich bin ja nicht doof. Da war sicher, ne? Oh, Alter. Gott. Hilf mir. Das ist ja ehrenlos. So, Pisse. Oh, da liegt noch ein Item da unten. Ich spring da aber nicht runter, ich bin ja nicht doof. Oh Gott. Ja, das wird gleich schön. Ist das Ding jetzt hier wieder aktiv in den Steinen? Das wäre belastend. Ja, ist es. Toll, der lebt wieder. Och, das ist ja richtig belastend. Oh, Alter. Hatten wir viele Seelen? Nee, ne? Ich will hier eigentlich nicht lang. Oh, Alter, bitte Steuerung, hör auf. Das ist nicht gut. So, wo lag jetzt dann unten ein Item? Da. Soll ich das jetzt wagen? Und dann mit dem Heimkirchenhorn zurück? Könnte was Geiles sein. Da ist es da, wo man hindroppen kann. Ah, I see. Dann geht's ja vielleicht aber auch weiter. Warte mal, dann spring ich hier runter. Gut. Ja, ich dachte, das überleben wir. War dann vielleicht doch zu hoch, ne? Naja. Kleiner Free-Tod, ne? Schöne Folge. Gefällt mir sehr gut. Aber hey, Steuerung ist nicht mehr invertiert. Es ist die 1. Seelen nicht einsammeln. Ja, das ist. Damit bin ich zufrieden gerade. Wirklich. Da die. Obwohl. Ja. Maybe. Ja, dann, ich würde mal die Folge beenden. Wir sind jetzt bei einer Stunde 40 ungefähr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Wir sind jetzt in der nächsten Folge von Dark Souls Remastered. Ich versuche dann mal zum Schmied zu kommen. Beziehungsweise ich google gleich mal, wo der Schmied hier neben in der Festung ist. Dann müssen wir nicht diesen ganzen Weg zurück zum Feuerbahnschrein gehen, quasi. Ich glaube, das ist ange. Obwohl, ich wollte ja noch ins Asyl, ne? Ins Asylum. Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Dark Souls Remastered. Haut rein, macht's gut, Leute. Ciao.